Frechheit. Ja, läuft das jetzt? Ich hoffe. Ich muss. Hilfe. Hier Ton ausmachen. Das ist ganz wichtig. So. Sonst hört man mich gleich doppelt. Ich muss, glaube ich, sowieso noch patchen. Bin mir gerade nicht sicher. Nee, ich glaube, gepatcht habe ich, oder? Bin jetzt doof? Nee, ich habe gepatcht. Ich habe gepatcht. Ich habe gepatcht. Läuft das jetzt oder nicht? Ah ja, jetzt läuft's. Ja, hallo alle, die im Chat sind. Schön, dass ihr da seid. Ich hoffe, ihr habt Kuchen mitgebracht. Nein, natürlich nicht. Nein, das ist der falsche Ordner. Oh. Das ist der falsche Ordner. Wo ist der richtige Ordner? Irgendwann sollte man meinen, ich kenne mich aus auf meinem Laptop, aber nö. Das ist der richtige. So, setzen es. Plop. So. Und ich weiß, ich habe die anderen Streams noch nicht hochgeladen. Also ich habe hochgeladen, habe ich sie schon, nur noch nicht freigestellt. Ich weiß noch nicht, vielleicht an dieses Wochenende. Weil jetzt dieses Wochenende war halt, also letztes Wochenende habe ich ja die anderen SMW-Parts gehabt. Da wollte ich nicht auch noch zusätzlich 2 Stunden Videos freistellen für irgendjemanden, der das eventuell gucken möchte. Was ich zwar nicht glaube, aber man will ja niemanden überfordern. Ja. Ne? Ist der Streamtitel aktuell bei euch? Würde mich kurz nur interessieren. Dass wir. Ah nein, was drücke ich denn? Gottes Willen. Das wäre ganz vorteilhaft. Bei dir läuft es alle paar Sekunden, aber es wird bestimmt bald gut. Ja, ich hoffe es. Ich hoffe es für dich. Ich kann jedenfalls nichts machen. Kann ich jetzt direkt auf. Ist hier irgendwo. Einsetzt das Fenster. Oh mein Gott. So. Das packen wir mal hier oben hin, dann sollte ich hier auch was sehen. Hallo, Dani. Ja, ach komm, so viele sind es nicht. Ich kann euch auch mal alle begrüßen. Der Reihe, naja, was heißt der Reihe nach, so wie ich sie gerade sehe? Hallo Sonne, hallo Falke, hallo HF 01, denn HF magst du ja nicht. jemand vergessen? Glaube nicht. Nee. Andere sind zwar im Chat, aber haben noch nicht geschrieben. Und ich kann jetzt, kann man sich so eine Liste anzeigen lassen, aber ich glaube, wenn ich da jetzt wieder drauf drücke, dann verschwindet wieder mein eigentliches Chatfenster, ne? Ja, scheiße. Jetzt sehe ich den Chat nicht mehr. Super. Aggressor ist noch da im Chat und der. Wie spreche ich dich denn aus? BEUCKB. Sorry. Ich weiß gerade nicht, wie ich dich aussprechen soll. Boitzkb. Oder so. Ja, das. Ja. Sorry. Wie komme ich jetzt wieder am schnellsten zurück? Ah, okay. Jetzt kannst du dich wieder nicht entscheiden. Wer streamt denn noch? Streamt Emmy? Oder nee, streamt DK? Ich weiß es gar nicht. Wahrscheinlich streamen beide. Wahrscheinlich streamen beide. Oder noch jemand ganz anders. Das ist immer auch gut möglich. So. Ich starte einfach schon mal die ROM. Ich hoffe nur, dass ich die richtige habe. Ich sollte vielleicht kurz was zum Hack sagen. Es gibt ja, also es gab ja Second Reality Project. So, das war ganz toll, habe ich nie gespielt. Und dann gab es ja anscheinend auch Second Reality Project 2. Und dann hat der, heißt der FBI, ich glaube FBI, ich glaube die Hacks sind von FBI. Wir sehen gleich, wenn es nicht von FBI ist, dann ist es nicht von FBI, sehen wir gleich. Dann hat er beide in der Reloaded-Version noch gemacht. Also sowohl Second Reality Project
als auch Second Reality Project 2. Und dieses Second Reality Project 2 ist jetzt das allerneueste. Das allerneueste. Stimme. Das allerneueste. Und komme ich jetzt mal zurück in den Ordner, wo ich hin will? Alter, die ganzen Inferi-Ordner. Ach, müssen wir morgen auch weiter aufnehmen. Ich hoffe, wir kommen. Kommen wir morgen dazu, weiter aufzunehmen, Dani? Sonst habe ich ab Donnerstag keine Inferi-Videos. Wobei, ich sollte nicht dich fragen, sondern Felix. So. Ja, und da ist es. Das ist das Allerneueste. Und das spielen wir dann im Prinzip heute. Ich kenne es also überhaupt nicht. Null. Vielleicht kenne ich es doch und weiß es nur noch nicht. Da habe es irgendwo schon mal gesehen, aber im Moment kenne ich es null. So, ich starte mal. Oh, das ist noch mit Slow-Mo. Moment. So. Und es ist FPI. Genau, Zyklopus Challenge. Wahrscheinlich müsste man sogar ein bisschen die Story vom ersten Teil kennen. Ich weiß es nicht. Hast du Foltercamp 2 denn schon fertig, HF? Du kannst dann im Prinzip auch entscheiden, wenn du das mal fertig hast, ob wir dann einen Teil von dem Stream machen sollen oder ob ich es als Let's Play machen soll. Als Let's Play kann es halt immer ein bisschen dauern, weil es halt viel was ansteht. Hallo Eduardo. Oh, jetzt hat Dani eine Wall of Text geschrieben. Ich muss lesen. Genau. Der ist jetzt also wirklich von 2014 irgendwie. Und es gibt wohl auch schon eine Version 2.2, zumindest auf SMW Central stand Version 2.2 released. Aber auf der Seite von ihm ist nur 2.1 als Download. Also keine Ahnung. Da sind wohl irgendwelche Bugs gefixt. Ich hoffe, wir werden nicht zu viele Bugs finden. Mal gucken. So. Und hallo Fritz. Dum-dum-dum. Gut. Gut. Vier Welten sind fertig, alles klar. Ich krieg auch von dem lieben Skew wieder ein Puzzle-Hack. Der hat auch seine paar Level, die er angefangen hat, hat er wohl zu einem ganzen Hack fertig gemacht. Irgendwie so, ich glaube, 13 oder 14 Level sind es jetzt. Hat er mir gestern gesagt. Nee, vorgestern, irgendwann war es. Und ja, also an SMW werden wir wieder ein bisschen mehr haben auf dem Kanal. Ich bin jetzt ja mit das dann auch bald durch. Dann machen wir dann irgendwas anderes an der Stelle, aber ist jetzt auch wurscht. Soll ich jetzt schon anfangen? Seid ihr alle soweit? Oder braucht noch irgendjemand was? Muss noch jemand kurz aufs Klo oder so? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich wäre theoretisch ready. Wieder echt lang gelabert, der Dings. Ach, hier, wie heißt er denn jetzt wieder? Der Falke hatte recht gehabt. Ich laber wieder. Ewig. Ich denke soweit, wenn sich keiner beschwert, sind alle fertig. Ich starte mal. Wahrscheinlich haben wir erst irgendein Intro am Anfang. Ist es soundmäßig in Ordnung? Müsst ihr halt alles sagen, ne? Der Sound ist recht leise, aber das ist wahrscheinlich nur hier so. Hallo, der Mario. Mayhaps? Was? Mayhaps? Okay. Mayhaps you recall my piercing gaze. You've got a glimpse of... Das kann ich doch jetzt schon überhaupt nicht lesen und übersetzen. Ich glaube, man muss dafür auch ein bisschen die Story aus dem ersten Teil kennen. Ja, ich kenne Funk Royale. Den mag ich an sich auch. Ich meine ja schon, dass ich ganz gut Englisch kann, aber ich verstehe gerade nicht wirklich, was da. Vielleicht versteht ihr es. Ich gehe einfach durch. Interdimensional Travel, okay. Ja.
Das sind so viele Wörter, die ich gerade absolut nicht zuordnen kann und kenne. Ja, dieses Auge müsste... You are back in the second reality. Achso, wir wurden wieder in eine... Was heißt wieder? Wir wurden in eine zweite Realität. Vermutlich ist man da immer in irgendeiner zweiten Realität unterwegs in diesen Hacks. Und jemand, dieses Auge da, also das ist dann der... Das müsste dann dieser große Boost sein, den wir am Anfang gesehen haben im Intro. Also, wir sind quasi in der second reality und müssen da rauskommen. Während im Mushroom Kingdom alles wieder drunter drüber geht, weil böser Boo unterwegs ist. Okay. Ja, sag ich doch. Das ist nämlich Zyklo-Boo, den wir schon im Titelscreen gesehen haben. Okay. Ich sollte hier noch das hier drücken. So, na, habt jetzt nichts von, aber ich habe was von. Wenn ich das hier drücke. Dann kann ich nämlich hier über mit meiner Hand über mein Mauspad fahren und es passiert nichts. Man muss nämlich bei den Laptops immer aufpassen, dass man die Mauspads, wenn man sie nicht benutzt, ausschaltet. Ich habe eine extra Maus angeschlossen. Wenn man dann nämlich sonst mit der Hand drüber fährt, verschiebt man die ganze Maus und dann klickt man da rum. Dirr. Richtig blöd, wenn ich das vergesse und dann schreibe ich was und kommt drauf, was ähnlich und dann ist alles weg. So, ja, wir enjoyen unseren Stay total. Ja, jetzt ist die Musik schon etwas lauter, das passt, denke ich mal. Oh! Secret! Ich denke, wir fangen auf jeden Fall ohne Save States an. Patterson hat einen Microsoft-Vertrag, ich glaube nicht. Was wollte ich sagen? Ich denke, wir fangen erstmal ohne Save States an. Ich habe gelesen, der Hack ist am Anfang einfach und wird dann schwerer, also... Wir gucken mal. Also ihr könnt sie auch... Ich möchte kurz festhalten, dass ich in den allerersten Gegner, der mir im Spiel begegnet ist, komplett reingelaufen bin. Okay. Okay. Ich glaube, das mit den Save States überlege ich mir nochmal. Ach du heilige Scheiße. Ah, really. Halt die Klappe, Dani. Ah. Gott, nee. Das. Ach Gott, die Zeit da oben ist ja auch... Oh Gott, was ist das denn? Ja, 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 ich hab's begriffen. Es ist knappe Zeit. So. Wie lang ist das Level noch? Ich bin gespannt. Sterbt alle da drin. Oh. Na gut, du nicht. Das sieht doch jetzt nach einem Exit aus. Jawohl. Gut, dann warten wir noch ein bisschen und nehmen noch eine Shell mit. Was war das denn für eine Fanfare? Kenne ich gar nicht. Goomba Garden. Oh. So viel Dingensmusik. Hier. Golden Coins. 6 Golden Coins. Das ist auch ein sehr cooles. Cooles Mario-Spiel. Stirbt alle. Sammeln wir Yoshi-Coins? Ich glaube nicht. So. Ich habe Angst vor Gegnern. Oh, was seid ihr denn für Blöcke? Kann ich die euch kaputt schießen? Toll. Mario, echt? Ja, kann ich.
Jeder Port ist selbst gemacht. Aber selbst komponiert. Also das war definitiv Gameboy-Musik. Aber es kann durchaus sein, dass er die selber alle erstellt hat. Das ist möglich. Du hast die Zeitlimits vergessen. Lass sie weg. Ich brauche doch eh die Conan-Version. Stimmt, du warst ja der mit den absolut kranken Zeitlimits, wo ich mir gedacht habe, what the fuck? Hi there, whoever you are. Happy speaking, leader of the Happy Goomba Clan. Aha, aha, aha. Ja, vielleicht finde ich dich. Das kann durchaus sein, keine Ahnung. Ich wollte das eigentlich mitnehmen, aber ich kann es nicht mitnehmen, okay. Gut. Also, es gibt auch wieder versteckte Bonusräume. Was heißt wieder? Es gibt versteckte Bonusräume, offensichtlich. Sterbe ich in dem Wasser? Nein, das wäre auch blöd gewesen. Warum frage ich sowas überhaupt? Ich weiß es nicht. So, ups. Ich glaube, im ersten Level schaffen wir sogar die Yoshi-Coins. So. Da ist doch bestimmt eine Ranke drin. Mist, jetzt habe ich die Shells weg. Nö, ich brauche eine Shell. Jetzt kommt natürlich... Natürlich kommt jetzt wieder keine. Warum sollte auch? Kommt hier irgendwo bitte eine Shell? Ja, okay, du gehst auch. Du gehst auch. Da muss ich allerdings aufpassen, dass du nicht rechtzeitig wieder erwachst. Really. Danke. Ah, okay. Er hat also wirklich alles selbst geportet und das ist ja cool. Jetzt bist du bereit, Falke. Ja, Mensch, du hast schon das erste Level verpasst. Aber wir haben in der Tat etwas später angefangen. Ich habe nämlich wieder viel geredet. Unnötiges Zeug vor allem. Oh. Stirb. Unnötiges Zeug vor allem. Und du hast verpasst, wie ich am ersten Gegner gestorben bin, dem mir das Spiel entgegengeworfen hat. Huch, na Mensch, das Spiel ist nett. Das wusste, dass ich an der Stelle die Blume verliere. Natürlich. Ach, ich hab's mir gedacht. Ich hab gedacht, ich drück lieber mal vorsichtshalber nach oben. Denn wenn wir ohne Saves jetzt erstmal spielen, dann könnten wir auch Leben gebrauchen. Ich bin mal gespannt, wie weit wir das ohne Saves jetzt kriegen. Wahrscheinlich nicht weit, weil ich sowieso dann wieder keine Lust habe. Ich kenne mich ja. Leider. So. Ist kein Problem, Aggressor. Ach so, Emmy spielt wahrscheinlich das neue Pokémon, natürlich. Also das Alpha Rubin und Beta, und ja. Omega Saphir. Natürlich sage ich Beta. Wenn ich es mir einmal falsch einpräge, dann ist alles vorbei. Das war's. So, schon zwei Level ohne Saves jetzt geschafft, Mensch. Ach ja. Oh, das sieht ja, das habe ich gar nicht gesehen. Das sieht ja schön aus hier am Rand. Die Sterne. Die rosa Sterne fallen vom Himmel. Oh, hi Yoshi. Wir haben schon mal ein Level, wo wir uns jederzeit Yoshi holen können am Anfang. Das ist gut. Das ist sicherlich hilfreich. Wow, und eine Feder kriegen wir in dem gleichen Level auch nochmal dazu. Das ist... Oh, okay, die Blume brauche ich jetzt nicht. Ah, die Feder ist cool. Yoshi und Feder in einem Level, gleich am Anfang. Wo man die jederzeit mal schnell holen kann. Das ist schon mal super. Ich
Ich würde ja am liebsten mal diese hellblaue Röhre da unten ausprobieren. Safe State for Science! Nee, okay. Doch, Jans Gesang wird total honoriert. Man hat ihn nur gar nicht mehr gehört. Außerdem wäre das Lied viel zu brutal geworden. Das musste gestoppt werden. Huch. Hier geht's ja nur nach unten. Da oben ist doch bestimmt. Mist. Da oben ist doch bestimmt noch was. Scheiße. Da muss ich nochmal hoch? Geh du mal weg. Ach. Ich dachte, ich renne schon. Jetzt renne ich aber. Und hier ist. Mensch, so viel. Noch eine Feder jetzt. Ich behalte mal lieber die Blume, damit wir auch Glitchies machen können. Nein, natürlich nehmen wir beide Federn. So. Was ist denn in einem normalen Heck? Da möchte ich zwei Federn. Brauche ich keine Blume. Aber ich wollte eigentlich da oben. Warum ist da oben? Oh nein. Da oben war bestimmt noch ein Yoshi-Coin. Oder ein Secret oder irgendwas. Ich muss nochmal zurück. Hier ist doch bestimmt noch. Ja, siehst du, wusste ich doch. Hab ich mir doch gedacht. Nein! Oh! Na gut, dann bezahle ich den Safe-Set eben mit der Blume. Feder. Das ist ja fies, dass wenn man zu bald runterfällt, kann man nicht mehr zurück. Denn hier hochfliegen ist nicht drin. Das reicht nicht. Nee. Oh, wow. Oh Gott. Ich werde noch sterben in dem Raum. Level. Höhle, whatever. Ist hier oben was? Außer ein Koopa? Okay. Hilfe! Ach so, die Dankeslieder. Ja, gut, die. Ich habe den Pilz wieder da oben hingeschickt. Das wollte ich nicht. Ich denke die ganze Zeit, dass das Lied hier am Anfang anders weitergeht, aber ich weiß nicht, welches es ist, an das ich mich da, anlehne. Das ist irgend so ein klassisches, ich habe aber keine Ahnung. Oh, habe ich den gerade... Da war gar kein zweiter Block, oder? Das wollte ich gar nicht. Aber macht natürlich nichts, ich nehme gerne die Blume auch mit. Schlecht den Chat zu lesen und gleichzeitig um Gottes Willen. Huch! Schon wieder ein Bonusraum. Die nehmen ja langsam überhand hier. So. Also bisher kann man das ohne Safe State spielen. Hallo Zocker 85. Wow. Du wolltest zurückspulen und das nachgucken. Ja, in der Aufnahme dann. Kannst du ja die Zeit aufschreiben, dann weißt du in etwa, wohin du spulen musst, aber... möglich ist es heute auf jeden Fall nicht. Also andere Super Nintendo-Spiele. Aber möglich ist es definitiv, ja. Grundsätzlich kann das durchaus vorkommen. Wüsste jetzt aber auch nicht spontan wann. Oh, Giftpilz will ich nicht. Oh, what?
Das ist auch so eine Mischung aus mehreren Mario-Stern-Themes. Cool. Bisher habe ich noch nicht sehr viel gestreamt, weil ich eigentlich mehr Let's Playe. Aber was wir gestreamt haben letzte Woche und vorige Woche war Rogue Legacy und Shovel Knight. Was ich auch mal gestreamt habe, war Mega Man 4. Und ich glaube, das war's. Ja, ich glaube, das war's. Habe ich sonst noch was gestreamt? Ich glaube nicht. Vielleicht mal kurz. Kurz habe ich mal Trackmania gestreamt, aber das war nur so zum Test, als ich die Streams getestet habe. Also ich streame noch nicht sehr lange, wie gesagt, ich mache eher auf YouTube ein paar Let's Plays. Da sind auch recht viele Mario Hacks immer dabei, deswegen ist jetzt halt auch mal heute wieder ein Mario Hack dran. Ups. Da kann man doch... Oh nein, nein, Mist! Zurück. Ich wollte doch gerade sagen, hier kann man doch hoch. Oh. Kann man nicht, okay. Aber den Pilz hole ich mir. Fancam 2, kein Kaizo-Hack. Freu dich nicht zu früh. Nö, ich freue mich doch über keine Kaizo-Hex. Also dann erst recht. Oh, was ist das denn? Maulwurfshügel, ja. Huch. Dankeschön. No creatures you'll meet on your journey are your enemies. Okay. Wir können auch mit Leuten reden. Regen, ja. Oh, gleich mit ganzer Animation. Oha. Hoffentlich sagt er nichts Wichtiges, weil ich verstehe doch wieder nichts. Okay. Den kennen wir wohl schon aus dem vorigen Spiel. Ich jetzt natürlich nicht. Genau, HF, du bekommst eine E-Mail, wenn derjenige streamt. Mehr macht das eigentlich nichts. Nicht. Mehr macht das eigentlich nicht. Was hat jetzt Bowser damit zu tun? Bowser war irgendwie im ersten Teil wohl relevant. Ich hoffe, wir kriegen nicht zu viele Texte. Dialoge! Dialoge in einem SMW-Hack. Das ist... Sonne. Sonne, please, don't Werbung für mich. Oh ja, natürlich kann er das gerne tun. Weg damit. Alter, was ein langer Text. Warum hat so ein Maulwurf so einen langen Text? Ah. Oh. Ja, Falke, ne? Da war schon einiges an Glück dabei bei der Solar-Mission in Isaac. Challenge. Ich merke gerade, dass ich hier nur noch den Text weiter drücke und gar nicht mehr lese, weil ich den Chat lese. Hallo Jan. Oh, der Text ist durch. Okay, ich hoffe, er hat nichts Wichtiges gesagt. Okay.
Wir haben irgendwie ein paar Yoshi-Coins liegen lassen. Wir haben nämlich nur zwei. Ist in Ordnung. Ja, natürlich. Das vergesse ich nur einmal. Green Valley. Ach ja. Huch. Huch. Plop. Nee, Chuck, lass mich. Oh, Yoshi schon wieder. Sehr schön. Wenn ich irgendwelche Leichtsinnsfehler mache, von irgendwelchen Gegnern getroffen werde, die eigentlich direkt vor meiner Nase sind, habe ich gerade auf den Chat geguckt. So. Haben wir das auch mal geklärt. Plomp. Hast du schon wieder Wally gesagt? An welcher Stelle? Wally? 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 Wally räumt die Erde auf. Grandioser Film. An der Stelle mal. Hätte ich nicht gedacht. Ich wollte den eigentlich nie gucken. Und letztes Jahr ist Quatsch. Dieses Jahr, als ich bei meinen Cousinen war, haben die den geguckt und ich habe mitgeguckt und grandioser Film. Ach, Wally statt Rally? Nee, ich sag schon Rally eigentlich. Ach, du meinst das V, nicht das Ä. Rally, 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 Rally. Rally. Okay. Was wollte ich jetzt? Ich wollte darüber reden, wie. Ach, scheiße. Darüber reden, wie toll Wally ist. Also der Film. Und Wally selbst ist auch toll. Also der Oh, Gott sei Dank ist hier keine Lücke, sondern nur Mancher. Wie ein deutsches W. Ein Deutsch. Nein, da war die Yoshi-Coin. Lass mal die Yoshi-Coin eben. Nö, jetzt gehe ich nicht mehr zurück. Nein, Yoshi. Wie gemein das ist mit den Yoshi-Coins, dass man die echt verpassen kann. Relativ easy sogar. Nein, Yoshi, please. Gott, Hilfe. Nein, danke. Der heißt Wall-E, ja. Aber wenn man schnell spricht, dann Wall-E. Ah, Alter, ich hab hier echt Glück mit den Lücken. Eine PS4 habe ich nicht, ich habe eine PS3. Aber über die könnte ich jetzt nicht streamen. Also streamen kann ich eigentlich nur über einen Laptop. Ich habe zwar so ein Elgato-Dingens, aber das würde wahrscheinlich zu sehr laggen alles. Oh, Skew! Hallöchen! Mensch, heute ist ja was los. Huch. Bin ich eigentlich noch im selben Level oder im anderen? Ich habe gerade überhaupt gar nicht... Nein! Ups. Jetzt nochmal Rally richtig aussprechen, aber Rally. Da soll ich Valley sagen. Valley, wie ein deutsches W. Ich weiß nicht, wie man ein deutsches W ausspricht. Ich würde halt Valley sagen. Jetzt habe ich kein Yoshi mehr, der mir hier... Nein, jetzt habe ich wieder die Yoshi-Coin verpasst. Jetzt habe ich wieder keinen Yoshi, der mir hilft, wenn ich in die Mancha reinfalle, so wie gerade eben. Mist. Das ist natürlich suboptimal. Woher ich dieses hier habe? Das ist ein SMW-Hack. Also du kannst unter anderem auf der Seite smwcentral.com kannst du dir sämtliche Hacks zu... Ja. Kannst du dir sämtliche Hacks zu Super Mario World runterladen. Also da haben Leute sozusagen neue Super Mario-Spiele gebaut. Kann man das so ausdrücken? Ich denke.
Und nett, ja, kann auch nett sein. Am besten googeln. Am besten googelst du nur nach SMW Central und hörst nicht auf mich. Du brauchst dann halt noch einen Emulator, der das Ganze spielt. Also ich spiele das auf ZSNES. Da kriegst du, also da sind im Prinzip auch Erklärungen, wie man dann die Hex spielt. Ich weiß nicht, ob du schon mal über einen Emulator was gespielt hast. Damit kannst du halt eben Super Nintendo-Spiele am Computer emulieren. Was auch nur so halb legal ist. Ich weiß, es ist so eine Grauzone. Ja. Nee, es gibt ja auch keinen Anruf. Ich bin ja nicht mehr in Skype on. Mein Gott, ich sterbe ja jetzt aber echt ganz schön oft in dem Level. Bin ich jetzt, habe ich jetzt fertig erklärt, mit wie man den Hack spielt? Ich hoffe. Wenn du eine Frage hast, frag einfach. Ich belasse es erstmal dabei. Ansonsten hier im Chat sind lauter Hacker und lauter Leute, die das selber auch machen, die können dir auch helfen. Falls ich irgendwas blöd erklärt habe. Huch! Der EP-Teiler hat dir Pokémon X versaut, das war doch eigentlich gerade eine coole Sache. Ich meine, du konntest ihn ja auch ausstellen. Du konntest ihn ja auch normal machen, so wie er sonst war, glaube ich, oder? So, ich fände es ganz... Ups, da wollte ich nicht hin. Ich fände es ganz schön, wenn wir jetzt hier mal das Level schaffen würden. Warum will ich eigentlich da runter jedes Mal? Hier ist ja im Prinzip nichts. Wobei doch die Röhre würde mich reizen in der Mitte. Die da. Da ist doch bestimmt was. Da ist nichts. Was? Puh. Ja, das ist richtig, HF. Die Emulatoren sind natürlich legal, aber die ROMs halt nicht, weil sie ja Kopien sind von Spielen, die eigentlich was kosten würden. Und bei SMWX ist es halt nochmal eine andere Geschichte, weil da ja... Da steckt halt die SMW-ROM drin. Ach, hier ist das Ziel. Da steckt halt die SMW-ROM drin. Aber ja, es wird ja anscheinend geduldet von Nintendo, also... Ja, der Hack ist schön. Das stimmt. Habe ich jetzt... Jetzt muss ich nochmal kurz hochscrollen. Habe ich jetzt, ach mein Gott. Ach mein Gott. Ich habe... Meine Maus ist... Wo ist meine Maus? Na, dann scrollen wir nicht hoch. Ich wollte gucken, ob ich jetzt... Nein, jetzt schreibe ich hier in dem Ding. Ich wollte nicht... Wie komme ich jetzt da wieder raus? Nein, ich wollte das nicht abschicken. Mann! Kann ich jetzt wieder ins Spiel? Bin ich jetzt wieder im Spiel? Ja, danke. Ah. Verdammt. So. jetzt habe ich nur nicht mehr gesehen. Ach, ich wollte eigentlich den Chat hochscrollen, weil ich nachlesen wollte. Und jetzt weiß ich nicht mehr, was da stand, weil der Chat. Ich gehe trotzdem noch mal kurz. Moment. So, kann ich jetzt meine Maus... Ah, jetzt kann ich meine Maus bewegen. Ich muss kurz nachlesen im Chat, ob ich was verpasst habe. So wenig Leute im Chat und ich komme schon nicht mit. Was macht ein DK mit 300 bis 400 Leuten im Chat? Ah, so. Also ich kann dir nicht hundertprozentig sagen, rechtlich versichern, dass es legal ist, aber es ist nichts, es ist im Prinzip, sagen wir mal, es ist normal. Denn es wird auf Twitch wird's ganz normal gestreamt, auch mit Emulatoren zu spielen. Auf YouTube werden Let's Plays mit Emulatoren gemacht, es ist normal. Ich kann dir aber nicht 100% rechtlich versichern, dass es legal ist. Da müsstest du Nintendo fragen, ob die damit einverstanden sind. Ich möchte hier keine falschen Aussagen machen. So, darf das dazu? Scheiß auf Legalität. Ja, nee, Jan. Ich bin gleich durch mit Nachlesen. Geht gleich weiter.
Ah, da geht es um Pokémon, das ist jetzt nicht so interessant. Okay, jetzt bin ich wieder aktuell. Jetzt kann ich hoffentlich wieder mitkommen. Jan, ich bin übrigens bei Sword Art Online durch. Da können wir, wenn ich mal wieder in Skype bin, kurz drüber reden, wenn du magst. Also beim Einser natürlich nur. Ich habe nämlich gestern noch eine Folge geguckt. Ich dachte mir, fange ich mal mit der Folge 15 an und irgendwie habe ich es dann bis 4 Uhr in der Nacht gesuchtet. Twitter hat ein bisschen drunter gelitten, weil ich da zu fast jeder Folge kurz was geschrieben habe. Weil das einfach, oh Gott, hat mich das weggeflasht. So ein guter Anime, Wahnsinn. So. Ach ja, ich wollte gerade schon sagen, hier muss man doch irgendwie durchkommen, da ist noch eine Tür. Hast du eins an einem Tag geguckt, ja. Noch ein bisschen verrückter. Bei den ersten Folgen habe ich es noch ausgehalten, nicht jedes Stündchen, nicht immer weiter zu gucken, aber jetzt bei den letzten Folgen, also ab 15, ging es gar nicht mehr. Ich musste immer weiter schauen. Ich will jetzt aber nicht zu sehr spoilern, deswegen bin ich jetzt lieber still. Alter, was ist das denn hier für ein Rätselraum? Uah. Meinst du jetzt, SQ, meinst du jetzt mit der erste Teil von SAO Sword Art Online 1 oder meinst du jetzt nur Sword Art Online 1, den ersten Teil? Also ich muss sagen, ich fand beides sehr gut. Und sie haben es definitiv geschafft, einen Antagonisten zu entwickeln, den ich so abgrundtief angefangen habe zu hassen, schon nach der ersten Szene mit ihm. Was für ein widerlicher Drecksack. Entschuldigung. Nee, ich zock keinen WoW. Das tue ich nicht. Auch kein LOL oder sowas. Irgendwelche MMOs, das... Nee, das ist nicht so meins. Oh Gott. Hallo Lux. Ich will aber wieder durch diese Tür. Ich weiß, dass das Level eigentlich woanders weitergeht, aber ich will wieder durch diese Tür. Das scheint ein Secret Exit zu sein, zu dem man da kommt. Oh ja, Dani, das ist grandios. Das ist, am Anfang hat mir so ein bisschen der rote Faden gefehlt, aber das kommt relativ schnell zustande. Da entwickelt sich eine Hammer-Story. Wahnsinn. Und es nimmt dich einfach mit, der Anime nimmt dich richtig mit. Ich war fertig danach. Ich war fertig danach, wegen diesem blöden Drecksack. Gott, wie ich ihn hasse. Ah. Ich glaube, ich habe keine Blume mehr. Ich komme da jetzt nicht rein. Shit. Oder ich krieg's hin, dass mir der Cooper das aufschießt. Vielleicht kann er das auch. Das kann der bestimmt. Also der Magic Cooper. Danke, Zucker 85, aber das würde ich jetzt nicht sagen. Nein! Was tue ich denn? Aber es freut mich, wenn es dir gefällt. Uff, ich habe keine Ahnung, was ich mir in Zukunft hole. Das kann ich dir nicht sagen. Weil ich bin kein... Oh mein Gott, was tue ich denn? Ich bin kein Hellseher. Je nachdem, was mir gefällt, also... Was derzeit geplant ist, derzeit eigentlich nicht wirklich irgendwas speziell. Ach mein Gott.
Oh mein Gott. Ich lese schon wieder nur den Chat. Das ist nicht gut. So langsam verstehe ich, warum man nicht alles mitlesen kann, wenn man viele Leute im Chat hat. Ich komme ja jetzt schon nicht mehr mit. Oh! Das Level killt mich. Hol mir gleich Yoshi. Das dürfte sogar gehen, weil das kein Intro hat, wo jemand Yoshi verliert. So. Ja, ich gebe mir Mühe. Ich versuch's ja. Ups. So, hier ist jetzt die Blume drin und die brauchen wir. Dann komme ich da unten nämlich auch wieder durch. Sehr schön. Jetzt bloß nicht die Blume verlieren. Bloß nicht die Blume verlieren. Magic Koopa ist kurz außer Gefecht. Sehr schön. Und wir kommen durch. Ach. So, und jetzt da drüben wieder ein bisschen besser auf... Uah. Jetzt hier drüben wieder ein bisschen besser aufpassen. Ich wohne in Bayreuth. Miau. Ich wohne in Bayreuth. Auch aus Bayern, okay. Wissen. Nee, Lux, ich denke nicht, aber ich probier's. Ich weiß halt nicht, wie schwer es wird, deswegen. Ich wollte es auf jeden Fall mal aus. Oh Gott. So, diesmal nicht gleich nach unten. Erst zu den Münzen. Aber das weiß man doch vorher nicht, dass das da unten... Na gut, man weiß es. Man sieht es im Prinzip ja schon, dass es unten durchfährt. Oh, Jesus. Oh Gott. Und jetzt? Wohin jetzt? Wohin jetzt? Hilfe! Oh Gott! Mami! Nein! 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 Gott! Runter! Runter, hoffentlich! Oh Gott! Nein, ein einziger Block, willst du mich verarschen? Ich wette, ich fall daneben. Ah! Das ist ja fast schon spannend für mich. Oh Gott, oh Gottes Willen. Was ist das denn? Wir sind doch nicht bei Battle Kid. Aua, Hilfe! Haben wir's? Nein, wir haben es immer noch nicht. Kommt die überhaupt irgend... Was? Okay. Ich verstehe. Nein, Bayern gehört nicht zu Deutschland. Natürlich nicht. Ich bin ja auch kein Bayer, ich bin ja Franke. Nee. Das ist alles Quatsch. Das kann man auch Spaß sagen, aber man darf es nicht ernst meinen. So. Ah. Heilige Scheiße. Press a button. Okay, das kann ich. Marty's Secret Base. Oh, kriege ich hier etwa? Ich sollte die erstmal ein... Okay. Wahrscheinlich Blume, Blume, Feder, Feder oder so aufgeteilt. Sehr schön. Kann ich hier rein? Natürlich. Oh nein, wenn... Nein. Marty ist doch... Oh nee. Oh, safe. Ach, cool. Safe-Button. Und uns noch die zweite Feder... Ja. Ach nee, es ist... Es ist Blume, Feder... Feder, okay. Warum auch immer. Why you know Dingens? So, mit dem rede ich gleich. Ich gucke mich erstmal um. Ah, okay. Hier braucht man die verschiedenen Schalter. Entschuldigung, Schalter.
Ponce de Fréon. Spielt da wieder jemand Rogue Legacy? Ach, hier kann ich schon durch. Okay. Reden wir erstmal mit dem Typen. Auch wenn uns denn nicht viel. Oh, hier nochmal so ein Save, okay. Wann ist der Rogue Legacy-Stream? Du meinst mit den ganzen Bossen? Och, das weiß ich noch nicht, HF. Habe ich noch nicht so wirklich Lust dazu. Aber der Ponce de Fréon müsste doch eigentlich einer der einfacheren sein. Ich meine, für mich sind sie alle sauschwer, aber wenn man, also wenn man Kittere schafft, naja gut. Ah, nee, er redet normal. Keine Zwischendialoge, okay. Ach, er sagt die Location von den Switches. Weiß ich nicht, ob ich das schon wissen will. Okay, das sind aber wahrscheinlich schon ziemlich fies versteckte Sachen. Lesen wir es halt mal kurz durch. Okay. Bowser's Second Reality Base. Kommen wir also auch hin. Ah, ich glaube, das lesen wir dann, wenn wir und so, ne? Wenn wir es wirklich brauchen. Jetzt gehen wir mal durch die Tür hier noch. Doch, ich habe schon eine Cam. Die hatte ich auch schon ein paar Mal ganz kurz immer ab. Was ist das denn hier? Keine Ahnung. Kommen wir noch nicht hin. Aber ich habe bei mir so ein bisschen das Problem, dass, wenn ich zu viel mache, dann fängt es an zu laggen und zu stocken, weil halt... Es ist zwar ein guter Laptop, aber in letzter Zeit macht er irgendwie ein bisschen komische Sachen. Deswegen habe ich jetzt keine Webcam an. So. So, jetzt können wir hier den Normal Exit machen. Gut. Bin ich dabei. Der ist hoffentlich nicht mit so einem bösen Rätsel wie dieses Ding in der Mitte. Hä? Oh Gott, ich muss hier... Nein! Mist! Komm ich da hoch? Ja. Ich behalte mal die Feder lieber. Ich mag Federn. Doch, der Laptop will das schon. Nein! Ja, mein Lieblingslevel. Es ist noch nicht ansatzweise so schlimm wie andere Dinge, die ich schon gespielt habe. Von daher passt das. Und jetzt ist ja der neue Teil. Das ist jetzt ja nicht mehr dieses Zwischenrätsel, sondern... Nein, da ist ein Giftpilz drin. Ach, zu spät gesehen. Obwohl, gesehen habe ich es eigentlich rechtzeitig. Ich habe nur nicht mehr reagiert. Ah, was ist das denn hier für ein blöder Sprung? Oh! Oh, das war knapp. Oh, kriegen wir den Boss? Oh Gott. Okay. Ich würde gerne diesen Place leaven. Hm, ich glaube auch, dass du das kannst. Oh Gott. Ach, was? Okay. Wir kommen zu den Hedgehog-Kills als nächstes. Da ist auf jeden Fall schon mal ein Switch versteckt, haben wir vorhin gelesen. Press a button! So läuft Mario da nicht automatisch rein, wie sonst auch. Woodwater Way. Holzwasserweg.
Huch! Bis kurz vor 24 Uhr würde ich jetzt mal antippen. Aber ich denke, vielleicht auch halb zwölf oder sowas. Also, ja, das ist ja kurz vor 24 Uhr. Oh, da fallen Äpfel runter. Das ist ja gemein. Und da hat mich einer erwischt. Und da hatte mich einer erwischt. Da bin ich auf dem Holzweg. Ja, Jan, das hast du fein erkannt. So, aber ich kriege hier jedes Mal zwei Leben am Anfang. Das ist natürlich auch schön. Plöpp, plöpp. Die nehme ich gerne mit. So, wo war jetzt der Apfel, der mich gerade gekillt hat? Ich weiß es nicht. Ist noch nicht bei I Wanna Be The Guy. Ach ja, eben. Wir wollten ja eigentlich irgendwann mal auch I Wanna Be The Guy, The Boshi Let's Play. Dani, machen wir das vielleicht auch einfach mal in einem Stream irgendwann? Mit Darius zusammen? Weil ich glaube, für ein Let's Play ist es dann doch ein bisschen albern. Oh, holy shit. Nein, der fällt runter! Dani, das wird ja angezeigt auf der Startseite. Der hat vielleicht nach Mario-Streams gesucht oder sowas. Huch. Whoops. Jo. Siehst du? Weil so viele streamen jetzt ja wahrscheinlich kein Super Mario. Das ist Lava. Ich habe das zu spät gesehen. Das ist der Waterway, der tötet. Okay. Mm. Und da war noch kein Midway Point? Da war ein Midway Point? I wanna be the Emero. Falke, ist das nicht das, was ich Let's Played habe? Ist das nicht so? Ist das nicht so? Bin ich jetzt doof? Oh, was? Ach, das Pferd! Das Ding, das ist ein Floß! Ach, leck mich doch am... Was zur Hölle? Ach so. Ich dachte, ich muss damit... Das Ding ist ein... Wieso gehen die kaputt? Ich will doch da... Na, dann schmeiß ich es halt nicht da oben gegen. Das Ding ist ein Floß. Ja, leck mich doch, fett. Nee, ich kenne... I Wanna Be Myself kenne ich nicht. Ich kenne grundsätzlich sehr wenige I Wanna Be The Varianten. Da ist das Ding einfach ein Floß. Also manchmal... So, kann ich jetzt die Dinger da oben kaputt... Ach so... So kann ich die kaputt schießen, aber wenn ich mich draufstelle, dann geht die... Okay. Mir aus. Du bist so ein Alex Conan. Ja, das stimmt. Das stimmt. Ich fand Deppel auch lustig. Er hat halt polarisiert. Wie ist dich anders zu erwarten? Auch wenn er mich an dem einen Part hatte, mich schon genervt, aber... Ist halt Nico. Beziehungsweise mittlerweile Nao, ist ja nicht mehr Nico. Wer ihn noch Nico nennt, der ist verflucht bis in alle Ewigkeit. Erzähl mal einen Witz, das hat man schon im letzten Stream. Ich kann nicht gut Witze erzählen. Das funktioniert. Wo kommt. Cheep Cheep, please! Wo kommst du denn jetzt her? Ich kenne Ustream nicht. Also für mich klar Twitch. Es gibt ja auch noch. Es gibt ja einige. Es gibt ja auch noch Hitbox. Die haben sicherlich alle ihre Berechtigung. Ich bin halt auf Twitch.
Oh mein Gott. Soll ich jetzt überhaupt irgendwas überlesen? Ich glaube nicht. Ich hoffe nicht. Wenn ich irgendwas überlese, dann sorry. Ich kann auch nicht alles lesen. Es ist jetzt schon zu viel. Ah! Wow, die erste Yoshi-Coin. Alter, die Fische, ne? Kommen die immer daraus, wo Münzen sind, oder? Ich habe keine Ahnung. Nein! Oh, was? Oh, Alter! Oh. Nein, nein, nein! Oh, Mann! Twitch gehört nicht zu Twitter, nein. Die haben nichts miteinander zu tun. Ustream ist eine andere Streaming-Seite, einfach, glaube ich. Ich glaube auch, es wird mit U geschrieben. Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich meine aber, ich meine schon mal was von Ustream gelesen oder gehört zu haben. Wie gesagt, so ähnlich wie Hitbox und Justin TV und diese ganzen. Ja, ne? Diese ganzen halt. Bäh. Plop. Nee, noch fange ich keine Safe States an. Noch geht's ohne Safe States. Noch geht's. Die Berge im Hintergrund sehen aus wie Bierkrüge. Ist das so gewollt? Das weiß ich nicht. Man muss hier echt rechtzeitig springen, sonst steckt man da fest in dem. Ach, es ist ja kein Sprite, aber in dem Objekt. Ist das ein Objekt? Ich hoffe. Nein, was? Mann. Aua. Hops. Hops. Nee. Lass mich in Ruhe. Ich muss mich jetzt mal ein bisschen konzentrieren. Ich glaube, ich bin bei der einen Stelle jetzt mal ein bisschen stiller. Ben stiller. Uah, nein! Uff. Ja, das mit dem Stillsein klappt bei mir sowieso nie. Doch. Ja, scheiß Fisch, komm irgendwo random raus. Okay. So, da unten war dieser blöde Block, den ich jetzt gerade verpasst hatte. Wie komme ich denn da am blödsten hoch? Okay. Und hops. Okay. Och, natürlich ist hier das Ziel. Natürlich, leck mich doch am... Moment, da unten sind Münzen. Safe State und zurück. Das muss ich kontrollieren. Nicht, dass da noch ein Secret ist oder sowas. Ne, nur Münzen und Yoshi-Coin. Okay. Plomp. Oh, du freust dich auf Darks in Fairy Level, ich nicht. Die misshandeln mich schon psychisch genug. What the fuck? So, ich muss mal kurz trinken. Ah. Oh ja, Vorsicht mit dem Behindert. Da trittst du auf ein Minenfeld. Oh, Sonic-Hintergrund.
Sonic Background. Vordergrund. Beides. Hintergrund und Vordergrund. Egal, wie ich sage, ich habe recht. Sehr gut. Das hatte ich auch noch nicht. Wie komme ich da rüber? Keine Ahnung. Irgendwann. Vielleicht von der anderen Seite oder so. Oder mit einer Feder. Plopp. Hui. Ploink. So. Darks Level geht nicht. Ja, dann ist ja gut. So, hoch, hi. Oh, gerade in dem Moment muss der schmeißen. Oh, da unten ist eine Röhre. Da will ich rein. In die Röhre will ich rein. Oh, das war knapp. In die Röhre da unten möchte ich doch gerne rein. Warum sind hier eigentlich zwei Münzen? Ist da was? Ach, was? Also man kann, glaube ich, dem Hack tatsächlich vertrauen, wenn irgendwo Münzen sind. Zumindest so ein bisschen. Was ist das denn? Hä? Ach, mit dir kann ich reden. Switch. Ach so, das sind einfach Switch-Blöcke. Okay. Wir brauchen einen On-Off. Ich hätte eins im neuesten Inferi-Level ein und off, mit dem muss ich mich noch auseinandersetzen, wenn wir wieder aufnehmen. Aber ich will ja jetzt auch nicht spoilern. Ups. Nein, 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 nicht wieder schmeißen in dem Moment. Aber hier unten ist die Röhre, wo ich rein wollte. Die ist ja gar nicht. Nee, ich kann auch nicht so gut im Dialekt sprechen, ehrlich gesagt. Muss ich zugeben. Das können andere deutlich besser. Fränkisch sprechen. Das war jetzt natürlich überhaupt kein Fränkisch. Wenn ich versuche, irgendeinen Dialekt zu sprechen, komme ich auch in irgendwie alles Mögliche rein, aber nicht in den Dialekt, den ich gerade sagen will. Ach, hier ist dann auf. Sehr schön. Meinem Level keine Tipps, da soll Conan von alleine drauf kommen. Das funktioniert nicht. Oh Gott! Das ist ja eine böse Röhre. Kann ich oben rein? Ich wollte gucken, ob ich oben reingehe. Wir hatten aber einen Midway Point, ne? Ich kann. Ja. Gott sei Dank. Dialekt, Akzent. Oh, weiß jetzt gar nicht, wo da der Unterschied ist. Das ist eigentlich schon. Also, Fränkisch ist ja schon ein bayerischer Dialekt. Oder bin ich jetzt blöde? Ups. Huch. Plonk. So. Wo kommen wir? Ach, ich ahne, wo wir rauskommen. Wir kommen jetzt oben raus, wo wir gestartet haben. Ja, hier sind wir nämlich. Jetzt muss ich also nur noch mal da unten zu den Blöcken laufen. Das war nicht hier. Das war nicht hier. Das war das andere unten. Ploink. Ploink. Ach so. Ja, natürlich ist Bayern ein eigenes Land. So, einfach durch. Ja, ich wusste jetzt, wie gesagt, nicht, was der Unterschied von Akzent und Dialekt ist, deswegen. Jetzt verstehe ich den Witz. Ihr wisst doch, ich kann nicht denken und gleichzeitig spielen. Ja, Conan spielt über Tastatur. Also ich spiele über Tastatur, ja. Und Conan redet gern von sich in der dritten Person.
So. Das müsste man doch eigentlich hören, die Tastatur, oder? I don't know. Nee. Oh. 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 Ah, wie soll man denn da rüberkommen? Ach so, weil das Wasser hochgeht. Das ist jetzt das andere Wasser. Nur kurz an die Sonne. So. Oh Gott, ich sehe schon, das wird hier gleich lustig. Oh Gott. Nein, 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 Fischi. Fischi, Fischi, Fischi. Pilz. Oh nein, ich wollte... Den hätte ich schon noch gerne mitgenommen eigentlich. Jetzt weiß ich nicht, ob ich in dieses Wasser hier fallen darf. Ich hoffe mal ja. Wir testen das einfach kurz. Ja. Puh. Wie kommt ihr denn jetzt schon wieder auf mein Studium? Oh Gott. Stachel. Böse, böse Stachel. Sag mal, geht die mit mir mit? Was bist du denn für eine Böse? Oh, ich bin zu weit nach unten. Ich bin zu weit nach unten. Jan, what the fuck? Ich weiß gerade gar nicht, worum es geht. Aber das macht nichts. Skew, war das eigentlich richtig, was wir jetzt gemacht haben am... Ach, am vorgestern? Falling Skies ist Mittwoch, Jan. Und Supernatural läuft nicht mehr. Das ist jetzt die 8. Staffel durch gewesen. Nein, da kann man nicht durch. Nein, ich wollte unten... Oh. Bye, Pilz. So, aber diesmal komme ich hier problemlos rüber. Oh, diese blöde Disco-Shell hier, ne? Nich! Fischi, Fischi, nein! Fischi, Fischi, Fischi! Oh Gott, Koopa! Oh Gott, ist hier wieder viel los! Lasst mich alle in Ruhe. Jetzt kommt wieder der Fischi hier drüben. So, aber diesmal nehmen wir den Pilz mit. Jan singt Mathe-Lieder. Es gibt schon einen YouTube-Kanal, der ganz coole Mathe-Lieder singt. Und dabei auch Sachen erklärt. Leider habe ich gerade seinen Namen vergessen. Der singt tatsächlich Mathe-Lieder. Also der hat sich zu Regeln wie Pythagoras und binomische Formeln, hat er sich Lieder ausgedacht und singt das dann entsprechend auch. Ich habe echt gerade den Namen vergessen, scheiße. Wie heißt... Ah, nein! Was war das denn jetzt? Wieso hat mich das denn jetzt so weit runtergedrückt? Ach, nö. So, Schluss mit ohne Safe State. Durch einen Glitch will ich nicht sterben. Alter, das Ding verfolgt mich ja wirklich. Hilfe, what the fuck? Dorffuchs heißt er so, ich glaube ja, kann sein. Könnte sein, dass der so heißt. Doch, der ist cool. Der hat das halt echt ganz cool umgesetzt, muss ich sagen. Das wird wehtun, das kann ich nicht machen. Ich muss da schneller hoch. Ich verstehe. Ich versuche natürlich trotzdem jetzt wieder so ein bisschen Selfless weiterzumachen, aber das gerade nee. du, 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 du.
Sag mal, wie ist das eigentlich bei euch in der Grundschule gewesen? Was wollte ich jetzt fragen? Weil es gibt mittlerweile irgendwie. Mit wem habe ich da. Ich habe da schon mal mit jemandem drüber geredet. Es gibt in der Grundschule diese komische Ansicht, dass Schüler so schreiben sollen, wie sie es hören. Und dass man ihnen quasi nicht sagt, wenn sie was falsch schreiben. Und das ist absolut katastrophal. Wie ist denn das bei wem ist denn das alles? Ich glaube war es Jan, mit dem ich mal geredet habe, oder Skew? Ich weiß es gerade nicht, mit wem ich darüber mal geredet habe. Einer von euch beiden war es, glaube ich. Wo gesagt hat, dass er jemanden kennt, der da immer noch überhaupt nicht schreiben kann. Eben weil das überhaupt nie richtig beigebracht wird in der Grundschule, sondern weil die so schreiben sollen, wie sie es hören. Hat man nämlich heute im Seminar, ach meine Fresse, im Seminar mit dir war das, Jan, siehst du, zum Thema Legasthenie, dass das im Prinzip die Legasthenie nur noch fördert und nicht irgendwie gegenwirkt. Weil die schreiben halt dann wirklich so Sachen wie gleich mit K und so, solche Geschichten, und es wird ihnen auch nicht gesagt, dass es falsch ist. Sondern die dürfen das. Die sollen das auch. Weil Begründung ist, man würde ja sonst den Schülern die ganze Zeit sagen, ja, du machst das falsch, und das würde ja ihr Selbstwertgefühl so senken. Und oh, das Katastrophe. Ist mir jetzt nur wieder eingefallen, weil wir das heute in Dings hatten. Im Seminar. Und im Grunde dadurch eben die Legasthenie einfach nur noch gefördert wird und nicht irgendwie. Ach, keine Ahnung. Wer auch immer diese Idee hatte. Ein Pädagoge war es nicht. Ich setz mal hier ein Safe State. Denn ich sterbe eh gleich wieder, wie ich mich kenne. Ja, das ist es ja. Und dann in der 5. Klasse, wenn man im Gymnasium ist, dann wird erwartet, dass man alles kann. Und dann kommen dort nämlich die. Damit habe ich auch letztens mit meiner Nachhilfelehrerin. Nicht mit meiner Nachhilfelehrerin, sondern halt mit. Einer, die auch in der Nachhilfe tätig ist, wo ich jetzt bin, geredet. Die halt auch lauter Deutsch-Nachhilfeschüler hat, die halt überhaupt nicht schreiben können. Also keine Ahnung, wie das laufen soll. Du hast Sound, aber kein Bild mehr. Neu starten. Ich muss mal kurz gucken, ob ich irgendwas verpasst habe im Chat. Was ist denn das für eine Schule? Das sind allgemein recht viele Schulen, Grundschulen, die das machen. Manche Schulen weigern sich da wohl oder so, ich habe keine Ahnung. Nach, weil deswegen bin ich etwas still. Sorry, sorry, sorry. So. Ja, eben, alle Grundschulen müssen das eigentlich machen, aber manche machen es wohl nicht. Green Hill Heights, das ist doch jetzt das Level, wo man zum Switch kommt. Wo man irgendwo mit Yoshi weit hochfliegen muss. Wahrscheinlich gleich am Anfang. Ach, und hier ist auch direkt ein blauer Koopa. Ja, wenn das nicht offensichtlich ist, dann weiß ich auch nicht. Ich glaube, das machen wir gleich.
Einmal Yoshi, please. Wo kriegt der jetzt am schnellsten den Yoshi her? War hier nicht einer? Nee. Nee, hier war auch... Wo war denn der Yoshi? Nee, hier war auch kein Yoshi. Wo war das denn? Ich weiß, dass auf jeden Fall hier in der Höhle war einer. Dann gehen wir in die Höhle. Höhle? War das das denn? Hier war auch ein Yoshi. Doch, ja. Hier war auch ein Yoshi. Du mich auch, Spiel. Dann nehme ich halt kein Yoshi mit. Der Standardwert bekomme ich kein Kind. Also davon würde ich es nicht abhängig machen. Du kannst ja eben, du kannst ja zu Hause. So. ...26, glaube ich. Ach nee, hier komme ich auch so rüber, okay. Alt. Huch, also hier wollte man auch gar nicht hochfliegen, na gut. Dann bin ich da eh umsonst hin mit Yoshi, den ich hier nicht mitgenommen habe. Aber das ist auf jeden Fall schon mal interessant zu wissen, dass... Was wollte ich sagen? Dass man, wenn man was braucht, dass man das nur im Level kriegt und man im Prinzip nicht sowas wie Yoshi mitnehmen kann über die einzelnen Level. Irgendeine von den Röhren ist bestimmt begehbar. Bestimmt die obere, die ich jetzt... Was ist das denn hier schon wieder? Hier muss eine Shell gegen. Oder der Goomba halt. Na bitte. Da haben wir schon mal den Yoshi. Jetzt brauchen wir noch was zum Fliegen. Ich dachte, das ist eine Wand und ich muss jetzt hier oben in die Röhre. Ups. Hupsi. Du bist erst 15, Lux? Oh, dich hätte ich älter geschätzt. Das ist immer interessant, wie man Leute schätzen wird und wie alt sie wirklich sind. Dich hätte ich jetzt grundsätzlich irgendwie älter geschätzt. Ich weiß nicht warum. Aber holy shit, Falke. Moment, ich muss lesen. Moment. Moment. Ja, das passt perfekt. Ach ja, oh ja, Harry Potter ist toll. Das stimmt, das wollte ich auch erst nicht lesen. Dann wurde ich gezwungen. Zum Glück. Manchmal ist es auch gut, Kinder zu was zu zwingen. Aber das weiß man natürlich vorher nicht. So. Oh, hier, fliegen. Fliegen ganz hoch und dann weiter nach unten, oder was? Huch. Was war das denn jetzt? Wo bin ich jetzt rausgekommen? Ich habe keine Ahnung. Wo bin ich jetzt? Ich weiß es nicht. Bin ich hier richtig? Weil in die Röhre wäre ich auch anders gekommen. Da oben ist der Midway Point, hä? Okay. Nein, wir brauchen Yoshi noch. Glaube ich, das war jetzt nicht so gut, dass ich da in die Röhre bin. Ich glaube, ich hätte da hinten irgendwo weiter gesollt. Na gut. Egal, wir fliegen weiter. Irgendwo hin. Oh, hallo Röhre. Oh, geht das jetzt bitte zum Switch? Ich hätte mich freuen. Vielleicht noch irgendein anderes Secret? Oh! Yes!
Yay. So ist. Hä, das ging jetzt hier hin? Wo geht's denn da normal weiter? Ich dachte, das ist der normale Weg hier in diesen Gang. Ach nee, das ist definitiv kein normaler Weg. Yellow Yard. So, jetzt muss ich schon wieder den Chat nachlesen, weil ich schon wieder nicht hingeguckt habe. Da ist die Wall of Text von Falke, das hatte ich noch. Wie alt ich dich geschätzt hätte, keine Ahnung, aber über 18. Ich weiß aber nicht warum, ich kann es nicht begründen. Das wäre einfach vom Schätzen her. Ich kann es nicht sagen, warum. Zum einen wahrscheinlich, weil man dich jetzt schon relativ lange kennt. Auf YouTube, also grundsätzlich auch den Namen Super Super King Yoshi, beziehungsweise so als Hacker, kannte man dich eigentlich ja schon recht lange. Das heißt, du hast schon relativ früh angefangen zu hacken. Und man stellt sich halt eigentlich vor, dass Leute irgendwie so ein bisschen älter sind. Weiß ich nicht. Ist eine komische Vorstellung, ich weiß, aber ist einfach so, so, halt so da, so. Gott, mein Kampf, nein, 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 nein. Was? Ja, das ist ein. Das ist, ich weiß nicht, das ist so. Ich kann's nicht sagen. So. Fuck. Ach, das ist wieder so ein On-Off-Ding. Natürlich. Die sehen so komisch aus, die On-Off-Blöcke. Ich checke immer nicht, dass das On-Off-Blöcke sind. Skew, bist du noch da? Hatte ich dich jetzt gefragt? Weiß ich nicht. Ob das mit Mathe richtig war, was wir letztens gemacht haben? Das wird mich nur... Ach, fuck. Das wird mich interessieren. Vor allem würde ich es gerne wissen. Weil nicht, dass ich da was Falsches erzählt habe. Aber vielleicht weißt du es auch noch gar nicht. Oder du hast schon geantwortet und ich habe es nicht gesehen. Keine Ahnung. Ich frage einfach lieber nochmal. Falls ich schon gefragt habe. Ich weiß es gerade nicht. Das sind echt schöne Lieder. Das kannst du in den Ferien machen, Jan. Du kannst ja auch wieder in den Ferry singen, Jan, und ich schneide dich dann wieder ab. Alter, wie hässlich siehst du denn aus? Oi. Nein, was so? Ich dachte, ich falle. Also ich bin gefallen, aber es war nicht der Tod. Ich bin nicht in den Tod gefallen. Alter, das ist ja voll hier religiös, voll das Kreuz. Erkenne ich doch sofort. So. Wieso sind wir jetzt eigentlich unter Wasser? Ich bin gerade nicht ganz auf der Overworld irgendwie. War das nicht ein normales Graslevel? Ich danke dir. Wen meinst du jetzt? Huch. Ach so, ich danke... Ah ja, ich danke dir, mein lieber Freund. Ich danke dir so sehr, wie du dich gerade verhalten oder wie du dich heute verhalten hast. Gerade verhalten hast, weiß ich nicht. Das finde ich wirklich fair. Ich krieg dieses, ich werde den Text nie wieder aus dem Kopf kriegen. Nie wieder. Ich habe ihn über 40 Mal gehört und ihr auch, wenn ihr euch das ganze Video angeguckt habt. Wie du dich da verhalten hast, na gut, von mir aus auch das. Ach ja, wir haben ja am Anfang die On-Off-Blöcke gehabt, die haben wir immer noch nicht gefunden. Okay,
Da ist ein Switch im Boden. Da sind überall Switches im Boden. Was zum... Ach, der schießt die. Mist, nee, jetzt habe ich es wieder nicht gelesen. Warte, Skew. Ach, mein Gott, habe ich es jetzt wieder übersehen? Ja, ich bin noch da und ja, hast du, ja, ist richtig und so. Und ich habe mich dann selber auch nur noch gefragt, wie man dann noch beweisen kann, dass 1 plus 1 durch n hoch n gleich e ist. Davon, da findest du eigentlich wirklich sehr viele Beweise im Internet, weil das ist so eine Rechnung, die unheimlich oft einfach gemacht wird, auch eben als Beispiel für diese ganzen Folgenkonvergenzen. Whoops. Also das können wir auch gerne demnächst mal durchgehen. Jetzt auswendig kann ich es nicht. Aber das ist definitiv was du im Internet sehr schnell findest. Weil das eben wirklich die Herleitung ist, die wissenschaftliche Herleitung von der Zahl E. So im Prinzip. Wissenschaftliche Herleitung klingt jetzt auch schon wieder blöde. Aber ich hoffe, du weißt, was ich meine. Und gut, dass du nochmal gefragt hast, ob ich es gelesen habe. Ich habe es nämlich tatsächlich nicht gelesen. Das geht so schnell hier alles durch. No! Die Zahl E. Die Eulersche Zahl, liebe Sonne. Ach ja. Für dich ist das E noch immer ein Buchstabe. Naja, aber Pi ist ja auch eine Zahl, ne? Pi ist natürlich auch ein griechischer Buchstabe. Das ist halt, wenn Zahlen, wenn Buchstaben verwendet werden für Zahlen. Das ist wie ein Bonus-Game hier, aber... Ach, wir sind ja im gelben Switch. Mein Gott, ich hab... Da sind wir. Ich habe mich gerade gefragt auf der Overworld, wo sind wir? Wir sind im gelben Switch, natürlich. Und ich habe den Sprung geschafft. Jawohl. Das hätte mich jetzt auch gewundert, wenn HF nicht ganz viele Stellen kennt von E. Ich kenne nur... Nee, ich kenne ich nicht. Das war der Yellow Yard. Holy shit, HF! Pi ist doch ein englisches P. Ja, Falke. Das ist es auch. Ach, ich will da mal durchgehen und dann merke ich erst... So, jetzt machen wir hier noch den Normal Exit von den Green Hill Heights. So. Jetzt würde mich natürlich aber auch noch interessieren, wo es da unten weitergegangen wäre, weil hier kommt man jetzt ja automatisch zu dieser Röhre, die zum Midway Point führt, ohne dass man Yoshi mitnimmt. Da würde mich jetzt ja schon interessieren. Das können wir ja kurz feststellen. Ich kann hier drüber fliegen. Hui! Was hier hinten noch so gewesen ist. Nu, da ist die Feder wieder weg. Ich geb dir gleich unendliche Dummheit, Jan. Nu! Nein! Hallo, Dr. Mason 4325. Ist das jetzt dein richtiger Twitch-Name oder bist du gerade irgendwie einfach nicht im Channel und Twitch hat dir einen Namen gegeben, weil das macht Twitch in letzter Zeit gerne, wenn man nicht angemeldet ist, dass man einfach einen
Channel bekommt. Einen Channel. Ach, ein Name. Oder ist es ein richtiger? Weil dann bezeichne ich dich jetzt einfach als Doktor. Ich habe mir gerade überlegt, wie ich dich ansprechen soll. Huch. So. Dein Nickname, alles klar. Dann bist du der Doktor. Huch. Doktor. Doktor Haus. So, hups. Wo bin ich vorhin gestorben? Irgendwo hier oben, ne? Ach ja, ich bin da runtergefallen. Richtig. Hier bin ich runtergefallen, weil ich dumm bin. Wegen unendlicher Dummheit und so. 22 Siebtel ist exakter als 3,14. Ja. Deswegen ist ja auch der 22. Juli P-Day. Denn das war ja die eine der ersten. Also es gibt ja mehrere P-Days, aber der 22. Juli müsste einer davon sein, ne? Denn das war ja eine der ersten Annäherungen über den Algorithmus von dem Typi da. Ich fällt gerade der Name nicht ein. Ach, irgendwann raste ich aus mit. Danke, danke Bullet Bill. Danke, dass du mir erst die Shell kaputt gemacht hast und ich sie nicht mehr für die Pflanze hatte. Ah, verdammt. Archimedes. So. Da. Jetzt ist es mir eingefallen. Englisch ist viel leichter. Kommt drauf an. Englisch muss man halt viel auswendig lernen. Mathe ist halt Verständnis. Mathe ist sicherlich schwer, es einmal zu verstehen. Aber wenn du die entsprechende Sache verstanden hast, dann kannst du zumindest davon ausgehen, dass du auch die Folgesachen verstehst, meistens. Es ist. Ja, ist nicht so easy. Jetzt kommt der nächste mit dem Mathe-Stream. Nee, da blamier ich mich nur gnadenlos. So wie hier. Wobei, mehr blamieren kann ich mich eigentlich schon gar nicht mehr. Yeah. Collins Dummheit lässt sich mit der Formel D ist gleich plus 1. Beschreiben. Also Dummheit ist plus 1. Aha. Aber du hast jetzt ja überhaupt keine Skala angegeben, lieber Jan. Denn du hast jetzt ja nicht gesagt, dass 1 sehr groß ist. Denn Dummheit kann ja von 1 bis 1000 gehen. Dann ist 1 natürlich für dich ganz gut. Ja, bin ich dabei. Da musst du schon mehr definieren. Sonst kriegst du keine gute Aussage zustande. Alter, diese ganzen Bullet-Viecher hier, ne? Ich krieg jetzt hier bitte irgendwo einen Pilz. Nein. Alter! Hallo, Disco Shell. Na? Geh ich da überhaupt runter? Okay. Ich glaube, wir sollten das mit dem Save-Set-Less wirklich so langsam insgesamt mal überdenken. Und wir haben das erste Bonus-Game. Du hattest mal eine 1-2 und mein damaliger Chef meinte so, da ist aber noch Luft nach oben. Nicht so, aber mehr Lust nach unten. Ja. Da steht immer 1. Captain Robert. What the cheese? Achso, ich sollte hier mal. So, wir müssen ganz viele Leben holen. Wir haben nur noch 4. Oh je. Naja, ein schönes Muster ist es geworden. Ein Pfeil. Oder so. I
Quadrat ist minus 1. Richtig. Natürlich nur, wenn i die imaginäre Zahl ist, die man erfunden hat. Damit. Ich dachte, das wäre fest. Die man erfunden hat, damit man mit komplexen Zahlen rechnen kann und damit Studenten quält in den Formen der Funktionentheorie. Und Singularitäten ausrechnet. Und Kreisflächen berechnet und Sirsen. Also als Funktion wohlgemerkt. Sowas wie Kreisringe und so. Und nicht als Geometrie. Da macht man das ein bisschen eher. So. Kurz lesen. Ja klar, ist in den komplexen Zahlen Wurzel minus 1, aber das musst du schon irgendwie sagen. Huch! Ja, man kann ja auch ein anderes i angucken. Das ist, man muss schon, natürlich muss man immer dazu sagen, was man gerade eigentlich jetzt macht. Und was jetzt gerade das i ist. Denn i ist ja vor allem sehr gerne mal auch die Zahl für den Index. Dass man sagt, man hat mehrere AI. So wie auch gerne mal n der Index ist. Das Dümmste, was ich finde, das Allerdümmste und was so viele machen, und ich verstehe es nicht, ist, wenn man zum Beispiel bei Ableitungsformeln oder so, wenn man da Produktregel hat, dass man das dann mit Funktionen U und V aufschreibt. Jeder Schüler schreibt das U wie ein V und das V wie ein U. Die kommen da überhaupt nicht klar. Warum kann man nicht absolut Buchstaben nehmen, die sich ausschließen gegenseitig? Sowas wie, es wird ja auch gerne F und G genommen, aber warum nimmt man U und V? Das ist so blöd. Oder A und B, das würde man eindeutig auseinanderhalten können. Aber nein, ganz viele nehmen U und V. Ich könnte mich jetzt mal aufregen. Was natürlich auch daran liegt, dass ich selber so einer bin, der U wie V schreibt und V wie U und seine eigene Schrift nicht lesen kann. Aber das ist nur nebensächlich. Also nur weil man könnte einfach jeden Buchstaben nehmen. Warum muss man so blöde? Oder N und M. Das ist auch so eine Sache. Du hast eine Folge AN und du hast eine Folge AM. Warum? Warum kann man nicht eine Folge AX haben und eine Folge AB? Das wäre so schön auseinanderzuhalten. Nein, es muss N und M sein. Das ist dann schon beim Vorlesen scheiße. Da kommt man voll in die Bredouille, weil N und M klingt ja auch noch so gleich. Oder L und J wird auch immer gern genommen. I und J wird auch gern genommen. Immer so ähnliche Sachen. I und J bei den Matrizen. Matrix A, I, J. Ich auch denke, warum? Warum nicht Matrix A, I, B? Oder... Das ist so ein Blödsinn. So. Wo wollte ich jetzt eigentlich hin mit meinem Gerede? Ich weiß es. Nein! Ich glaube, ich habe verkackt, oder? Kriege ich hier noch... Ach nee, da drüben ist noch eine Shell. Oh Mann. Das ist jetzt aber echt blöd. P und Q, ja. P und Q kann man gut auseinanderhalten. Das ist richtig. P und Q ist ja bei Pythagoras gerne als Hypotenusenabschnitt genommen. Flop. So. Ja, natürlich hat ein V eine Spitze und ein U nicht, aber das schreibt ja keiner so exakt. Thank you.
Zurück zu unserer Ebene. Im Ende sind die komplexen Zahlen in sich abgeschlossen. Du gehst langsam. Alles klar. Ciao, Falke. Danke fürs... Wo geht's denn hier hoch? Fürs Dasein. Ach so, soll ich mit dem... Nee, ich soll doch nicht hier mit den Kugeln da hoch. Nee, das geht auch. Ach, Moment. Ah. Das muss man erstmal sehen. Oh Mann, oh Mann. Du hast nicht mehr aufgepasst, was im Heck passiert ist. Ich auch nicht. Ne, tschüss mit 2S, oder? Bin ich jetzt blöd? Ne, mit... Ich würde es jetzt mit 2S schreiben, spontan. Also mit scharfen natürlich, oder mit 2. Aber nicht mit einem. Mit einem würde ich es irgendwie nicht schreiben. Ich dachte, es ist eine Tür. War keine Tür. Boah, aua. Ja, komm, wir spielen jetzt mal mit Safe States hier, dass wir ein bisschen vorankommen. Nicht. Richtig ist echt tschüss, aber das würde ich doch dann langsam aussprechen, eben tschüss. Wobei, rum spricht man ja auch wieder schnell aus, obwohl man nur rum schreibt. Nüch. Deutsche Grammatik, ey, ganz im Ernst. So komisch manchmal. Und vor allem so widersprüchlich in sich. Da lobe ich mir die Mathematik. Die kann keine Widersprüche erzeugen. Das ist alles klar definiert. Die Mathematik erzeugt keine Widersprüche, nur Missverständnisse. So. Haben wir das auch geklärt. Stirb. Nein, das war eine schlechte Idee, hier mit einem Drehsprung hochzugehen. Klomp. Aus Duden, tschüss. Das, was? Das, tschüss? Was? Pixen würde ich aber auch mit IE schreiben. Kenne ich gar nicht anders. Pixen? Echt? Ugh. Ich habe das Multiplizieren von Matrizen mit imaginären Anteilen immer... Eduardo, wo hast du das bitte gemacht? Studierst? Bin ich jetzt blöd? Studierst du? Ich meine, Matrizen? Die habe ich in der Schule nicht gehabt. Aber ja, Matrizen multiplizieren ist ein... Ach, ist blödes Zeug. Ich habe heute in Musik die dritte Wurzel aus I berechnet. Morgen die vierte und fünfte. Hä? Was? Ach, du studierst, okay. Er macht Bachelor, aber nicht bei RTL. Ja, gut, das ist klar. Das ist sowieso klar, dass der RTL-Bachelor... Ja. Was studierst du denn? Du bist dann wahrscheinlich sogar besser als ich. Davon gehe ich nämlich immer aus, wenn jemand studiert. Man kann nur besser als ich im Studium sein. Ich fail schon ganz schön rum. Das ist nicht schön. Nein!
SM. 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 Ich weiß jetzt auch absolut gerade nicht, was die Abkürzung SM ist. SM. Oh Gott, schon wieder ein Boss? Fishing Boulevard, nein. Er möchte nichts gefixt haben, okay. Und wir kriegen Cotton Candy von ihm, das finde ich nett. Okay, wir müssen da hoch. Oh, holy shit. Ach, ich muss die Dinge einsammeln. Das ist so ein Boss. Ah, okay, natürlich. Das ist der Boss, wo man diese Sterne einsammeln muss. Und dann ist er down. Nein, jetzt bin ich wieder unten. Fuck, ich hätte es fast gehabt. Ich hätte nur oben bleiben müssen. Das ist eine coole Idee. Den auf die Art und Weise umzusetzen. Das ist eine coole Idee. Jo. Coole Idee. Wer geht denn jetzt noch? AHF. Tschüss, mach's gut. Ja, der Boss ist schon durch. Hallo Counterfeit. Du musst bis 6 Uhr arbeiten. Ach so, bist du im Büro oder was? Ich dachte jetzt ab 6 Uhr sozusagen aus dem Bett. Ja, wir machen bis, weiß ich nicht. Würde jetzt sagen 11, halb 12. Seid ihr damit einverstanden? Ich möchte nicht unbedingt allzu lange. Ich meine, ich habe geschrieben, es ist ca. 24 Uhr, aber man kann ja auch eher aufhören. The Lost Woods. Voll den Namen geklaut. Und dann nicht mal Lost Woods Musik. Frechheit. Nee, ist aber echt ein schöner... Oh. Echt ein schöner Hack. Wow! Okay. Das war interessant. Da oben war eine Tür, das habe ich gesehen. Aber wie komme ich da hin? Ach, wirklich, Cooper. Ach, wirklich, Balls. Kann ich da irgendwie rein? Wie komme ich da rüber? Ich habe genau gesehen, dass da eine Tür war. Hm. Ich weiß es nicht. Jo, Nachtschicht. Ah, okay. Wo ist deine Wissenschaft? Du musst eine Standardabweichung am... Was? Wo sind wir? Ich gebe hier keine Standardabweichung an. Und auch kein Mittelwert und auch kein... Was ist der andere Begriff, der noch dazugehört? Jetzt fällt mir wieder der Begriff nicht ein. Quantil. Nee, lass mich weg. Lass mich in Ruhe. So. Was zur Hölle, Jan? Was zur Hölle? Manchmal frage ich mich echt, was du für komische Fantasien hast. Na, Mann. Ja gut, Varianz hätte man auch sagen können, das stimmt. Aber Varianz gehört ja ziemlich stark zur Standardabweichung. Also lässt sich ja aus dieser berechnen und umgehen. Ach, meine Fäusen. Man stirbt gerade ganz schön oft. Eine blühende, ja. Die ist... Ich würde nicht sagen, Jan, dass diese Art von Fantasie blüht. Ich würde eher sagen, dass diese Art von Fantasie verwelkt. Wenn ich das mal als ein Bild ausdrücken darf. Nein! Da ist ein Schlüssel! Was zur Hölle?
bin hier falsch. Es gibt einen Secret Exit. Na gut. War Lost Woods nicht auch so ein Level, wo man so einen Tipp von dem Heini bekommen so einen Tipp von dem Heini bekommen hat, von dem Maulwurf Heini? Wo hier ein Switch-Ausgang sein könnte? Ich glaube ja. Das müssen wir dann noch eruieren. Ups, und rüber. Du stellst dir das nie vor, du denkst so einen Scheiß nur aus, aber du hast dir schon automatisch ein imaginäres Bild im Kopf, wenn du sowas schreibst. Wir haben total viele Wörter über den Hack verloren, also ich zumindest, ihr vielleicht nicht so. Da könntest du recht haben. Doch irgendjemand hat geschrieben, das sieht schön aus. Ich glaube, das war Sonne. Sonne weiß, was ich gehört. So. Ich hoffe ja, Twitch lässt mich den Stream hier wieder hochladen. Ich bin gespannt. Ach. Aber ich würde erstmal, glaube ich, die anderen freistellen dieses Wochenende und dann... Ja, mal gucken. Genau. Sonne hat's gesagt. Ah, jetzt ist die Maus schon wieder tot. Mann! Da ist die Maus wieder. Ich muss kurz Stream nachlesen. Chat. Naja, ich habe das Schlüsselloch gesehen, aber ich weiß noch nicht, wie man hinkommt. Stimmt, der Zocker 85 ist schon wieder weg. Der hat gar nicht Tschüss gesagt. Oder er ist noch da und schreibt nur nicht. Ich habe jetzt gerade nicht die Chatliste offen. So, Secret Exit. Ich gucke erst mal selber und wenn ich ihn nicht finde, dann... Jan, please! So doof war er bestimmt nicht. Der hat halt... Ach, hier ist noch eine Tür. Das war ja fast so einfach. Naja, wow, jetzt komme ich hier raus und dann... Really. Nee, Moment, hier waren wir doch schon mal. Ne, jetzt komme ich nur hier. Das war noch nicht das Secret. Puh. Puh. Geht's hier nach unten? Was sind Münzen? Nee. Hätte ja sein können. Wo ist das Secret Exit? Also nicht wo ist er, sondern wie komme ich hin? Ach, Moment, ich bin doch nach... Bei der einen Röhre bin ich doch nach rechts gegangen, statt nach... nach links, statt nach rechts. Ich hätte nach rechts gehen sollen, natürlich. Das hätte ich auch schon vorher wissen müssen. Wissen können. Das ist eine gute... Das ist eine gute Theorie, Jan. Nachdem er alles über mich erfahren hat und mich jetzt stalken kann, ist er gegangen, ja. Nee. Nee, ich fand ihn ganz lustig.